Willkommen bei Next Move. Mit dem Elektroauto in den Urlaub fahren ist heute unser Thema. Geht das überhaupt? Ihr seht es im Hintergrund, es sieht sehr mediterran aus. Ich bin in Kroatien 1300 Kilometer aus der Heimat sozusagen hierher gefahren. 10 Tage Urlaub in Südeuropa mit einer vierköpfigen Familie. Passt das Gepäck überhaupt rein ins Auto? Wird das Laden unterwegs ein Problem an unbekannten Ladesäulen, in unbekannten Netzwerken? Kriege ich die App überhaupt runtergeladen? Habe ich die passenden Ladekarten dabei, wenn ich einmal aus dem bekannten Netzwerk heraus bin? Mein Tipp für solche Trips sozusagen in die Ladewüste könnte man es bezeichnen. Was man da dabei haben sollte, das jetzt hier im Video. Erste Disziplin ist einpacken. Da laufen gerade noch die letzten Sonnenstrahlen in den Akku. Einmal noch die Powerwall leer machen, bevor man wegfährt. Und Gepäck steht hier bereit. Ich zeige euch mal, sieht eigentlich relativ human aus, was wir hier so gepackt haben. Die Kinder bleiben dann länger, die fahren nicht wieder mit zurück. Und schwenk in den Kofferraum. Sitzbank wird natürlich nicht umgeklappt. Ein bisschen Gedöns ist hier schon drin. Hutablage und diesen doppelten Gepäckraumboden habe ich mal rausgenommen. Und dann gucken wir mal, ob alles reinpasst in dieses E-Auto. So, das war jetzt irgendwie noch keine echte Herausforderung. Ich glaube, wir haben was vergessen. Ich gucke noch mal rein. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen was mit für den Strand. Denn da ist noch reichlich Platz hier. Und vorne ist auch noch Platz. Hier liegt schon ein bisschen Zeug. Mal schauen, ob er zugeht. Passt. Erster Ladestopp bei Ionity Himmelkron heißt es hier, glaube ich, nach nur 170 Kilometern. Warum so kurz? Das hat mehrere Gründe. Erstens Gegenwind, zweitens es geht bergauf und drittens in Deutschland wollen wir natürlich die Qualitäten des Autos ausspielen. Das heißt schnell fahren und schnell laden. Wir waren unterwegs, Autobahn bei freier Fahrt 150 bis 160 Kilometer pro Stunde und wir wollen natürlich bevorzugt bei Ionity laden, weil wir natürlich auch aufs Geld gucken und hier für 30 Cent die Kilowattstunde laden können. Zum Auto dazu gab es 2 Jahre Grundgebühr für den Ionity-Tarif geschenkt. Das heißt, ich zahle hier nicht mehr als zu Hause am Stromzähler, sprich 30 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, Ionity, solange wie es geht, zu nutzen, ist Teil der Taktik. Und allerdings gibt es in Kroatien nur im Norden Ionity-Ladestationen. Irgendwann verlassen wir dann das Ökosystem. Das ist so ein bisschen wie Tesla fahren vor 4 Jahren. Auch damals war es so, dass in Slowenien die Tesla-Ladeinfrastruktur endete und man dann gucken musste, wie man im Land klarkommt. Das wird aber jetzt hoffentlich einfacher sein als vor einigen Jahren, als ich schon mal mit dem Tesla Model S in Montenegro war. 13 Minuten. Er hat hier bei 80% immer noch 130, eben noch 140 kW, aber das reicht uns. Raststätte Köchinger Forst. Wir sind weiter Wasserski gefahren, sehr viel Regen und sind mit dem 30er Schnitt unterwegs. Sehr schön finde ich hier übrigens diese Bänke da hinten. Und wir sind hier relativ leer angekommen mit 7% Ladestand. 18 Minuten sind rum. Und in den 18 Minuten über 70% nachgeladen, das heißt es reicht. Und auf zur nächsten Etappe würde ich mal sagen. Ladestopp Nummer 3, ungefähr auf der Hälfte zwischen Salzburg und München. Samerberg heißt diese Raststätte hier, 4x Ionity. Und wir steigern jetzt den Schwierigkeitsgrad. Die nächste Etappe ist 190 Kilometer lang. Es regnet immer noch und es geht 400 Höhenmeter noch wieder hoch zum nächsten Ladestopp. Das Auto rechnet das nicht, also gucke ich lieber vorher mal, wenn ich mich auf unbekanntes Terrain begebe und habe jetzt hier geladen 19 Minuten und auf 87% und beschließe mal, dass mir das reicht. Auf zum nächsten Stopp. Der ein oder andere kann nicht so schnell laden wie so ein Ioniq 5, der nutzt ein bisschen Windschatten. Ein ID3 unterwegs in Österreich. In Kärnten bin ich angekommen, am 4. Ladestopp und was für eine Überraschung, ich war nicht alleine. Ein ID3 aus der nächsten Flotte lädt auch hier.
Ansonsten verbrauchs- und stromtechnisch war ich relativ gut unterwegs, habe hier 30% Strom hergetragen, also ein bisschen mit zu viel Reserve kalkuliert, aber ich bin ja im Urlaub und nicht auf der Flucht. Das Auto ist jetzt knapp bei 80%, hat eben noch 145 kW geladen und wir werden in Ljubljana übernachten und da habe ich mit Strom gebucht, aber so richtig konnte man mir nicht sagen, ob ich da einen Stellplatz habe, was ich für einen Anschluss da habe. Das heißt, ich gucke nochmal auf die Ladeleistung, bin immer noch über 113 kW. Bei über 80%. Das heißt, solange er noch oben bleibt, nehme ich hier noch Strom mit. Abenteuer-Online-Buchung. Wir sind also gut angekommen, Ljubljana. Und die Unterkunft hat natürlich Parkplätze. Die sind im öffentlichen Bereich, kostenfrei bis 7 Uhr. Und natürlich hat die Unterkunft auch eine Ladestation. Die habe ich jetzt mit ein bisschen Online-Recherche auch gefunden. Die ist ungefähr 5 Gehminuten entfernt. Da hinten ist sie. Und sogar ein ID4 ist da. Ich glaube noch ein Smart. 4x22 kW. Und meine Challenge zur später Stunde ist jetzt rausfinden, wie man Strom kriegt. Auf geht's. Ich lasse mal die Uhr laufen und mal sehen, ob ich es in 5 Minuten schaffe. Versuch 1, Plug and Charge einfach reinstecken. Also ich nehme euch mal mit. Ich glaube, es läuft. Also ich hätte mir höchstens einen 50-50 Joker zugeschrieben. Also Ladesäule ist jetzt wieder dunkel. Aber das Auto sendet positive Signale. Mal kurz warten, bis wieder umspringt. Tja, die Lösung war ADAC E-Charge, sprich NBW-Angebot. Das war die zweite, die ich probiert habe. Das erste war eine Karte, wo keine Bankverbindung hinterlegt ist. Also eine, die eigentlich nicht mehr gilt. Die hat er abgelehnt. Und mit der zweiten gleichen Treffer hätte ich nicht gedacht. Und zumal das jetzt ja auch vertragslos ist, denn in diesem Land sollte das eigentlich nicht funktionieren, das heißt, eigentlich dürfte es auch keine Rechnung geben. Wenn man so lange unterwegs ist, muss man natürlich für sich entscheiden, ob man da 12, 14 oder 15 Stunden im Auto sitzen möchte oder die Tour lieber zweiteilen. Wir zweiteilen meistens und nehmen noch ein bisschen was mit, im konkreten Fall Ljubljana mit Übernachtung. Noch ein bisschen die Stadt haben wir uns angeguckt. Gestern waren es 830 Kilometer, reine Fahrzeit waren da schon 8,5 Stunden. So 5, 6 kleinere Staus, zum Glück ohne längeren Stillstand, haben wir mitgenommen. Und der Stau war schon, obwohl wir gar nicht am Wochenende unterwegs waren, sondern Anreise Mittwoch gestern, heute ist Donnerstag. Und so Städte nehmen wir auch noch gerne noch ein bisschen mit, um zum einen die Stadt zu sehen, aber auch gucken, wie ist das Leben dort, wie ist die Mobilität, gibt es E-Autos, gibt es Ladesäulen, wo kaufen die Leute ihre Lebensmittel und weiß ich nicht, wie ist es mit Corona. Und das ist immer spannend, noch ein bisschen was zu sehen. Hier geht der Fluss durch die Stadt, ist ein angenehmes Mikroklima dort auch, viele kleine Cafés. Und deswegen ist es immer schön, wenn man nicht nur sich 15 Stunden auf der Autobahn bewegt, sondern sich noch was anguckt vom Land. Jetzt die Stunde der Wahrheit. Erster Schnellladestopp außerhalb des gesicherten Netzwerks, möchte ich es mal bezeichnen. 15% Restakku und noch 1 Kilometer zum Parkplatz. Ich habe es mir im Luftbild angeguckt, da waren sie schon drin, die markierten Parkplätze am Ende des Rastplatzes. Ich gucke mal aufs Schild. Da stand nichts dran von Strom. Kleines Schild ganz rechts. 300 Meter zum Strom. Gut besucht und da vorne sieht es so aus, als könnte es da Strom geben. Das ist sicher ein 50er und zweimal etwas schneller. Und dann gucken wir mal, ob wir so ein Ding zum Laufen kriegen. Ich probiere es direkt mal über die App. Soweit habe ich nicht geguckt. Registrieren muss ich mich noch. So, sind ja auch nur 33 Grad hier und Sonne steht senkrecht von oben. Ich komme dem Ziel näher, ich musste meine E-Mail-Adresse noch bestätigen. Oh, es klackt in der Säule, ich musste noch mal an der Säule drücken. Es pustet was, wir gucken mal. Also hier sieht man erstmal noch nichts. Wir gucken, was das Auto sagt. Oh, ich glaube, er lädt. Dann werde ich erstmal drinnen wieder die Klima anwerfen. Familie musste die ganze Zeit warten im Auto, bis ich fertig bin. Und läuft hier hoch. Akku zum Start 34 Grad, 165 kW gibt es jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass das Limit von der Säule kommt. Auto ist fast voll geladen, Reise geht weiter. Ich zeige euch mal noch die Ladesäule. Wir gehen mal hier zu dem 50er. Der Verband heißt Elen und die nächste Chance für einen Ladestopp wäre schon da drüben auf der anderen Seite gewesen. Das heißt Autobahn drehen. Und wir haben also ein bisschen mit Reserve geplant, weil da gibt es davon den Umständen entsprechend relativ viele, also nicht auf jeder Raststätte, aber doch eine ganze Menge davon. Der Ladevorgang selber war gratis heute. Man braucht halt nur die App zum Starten, aber keinerlei Voraussetzungen. Einfach E-Mail-Adresse eingeben, Name eingeben, nicht mal die Handynummer, E-Mail-Adresse bestätigen und dann konnte ich mich einloggen und den Ladevorgang
hier entsprechend starten. Gefällt mir gut. Die letzten Meter sind die spannendsten. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Also ich weiß nicht, ob man hier jemals wieder rauskommt. Oh, ich glaube, hier ist es. So, einmal einparken bitte. Ich glaube, die Rampe hat 20% oder 25% Gefälle und die Abfahrten zu den Grundstücken sind sehr eng. Wir haben immer oben geparkt, aber heute probiere ich es nochmal. Die Anreise war hierher ungefähr 1300 Kilometer lang. Der Durchschnittsverbrauch auf der gesamten Tour lag bei 23 Kilowattstunden. Klingt relativ viel, aber wir hatten eben eine ganze Menge Regen und sind eigentlich auch immer das gefahren, was ging und erlaubt war. In Deutschland 150, 160 und in den anderen Ländern entsprechend immer am Tempolimit oder knapp drüber. Wie kommt man wieder raus aus der Stromwüste? Strom gibt es überall. Da hinten steht das Auto. Wir haben hier vorher nicht gefragt oder auch nichts gebucht am Quartier mit Strom. Wenn man in der Hochsaison bucht, muss man manchmal andere Prioritäten setzen als Strom fürs Auto. Aber ihr seht, Strom gibt es überall. Nicht der hier, sondern da vorne kommt der Strom her. Für den Fall, dass es Probleme gibt, ist das hier sozusagen meine Lebensversicherung. Die Bedienungsanleitung des Autos oder des Ladekabels sagt ja, kein Verlängerungskabel benutzen. Das hier ist eins. Ich lege mal die Finger daneben. Ein richtiges dickes. Hier steht auch eine Zahl drauf. 3G 2,5. Man sieht es schon auch an der Verarbeitung. Das ist hier richtig gutes Zeug. Damit kann man auch mal entgegen der Bedienungsanleitung ein Verlängerungskabel benutzen. Man sollte natürlich keine Kabeltrommel benutzen oder eben auch nur eine, wo so ein fettes Kabel aufgerollt ist und die entsprechend abrollen und auch nicht einfach nur anstecken und gucken, ob es am nächsten Morgen noch heile ist, sondern nach 20 Minuten mal kontrollieren gehen. Außerdem reduzierte Ladeleistung. Wir schauen mal hier bei Hyundai. Ich bin gestern schwach eingestiegen und man sieht es jetzt hier nicht. Normalerweise steht hier, wenn man ihn absteckt, die Ladeleistung ist etwa schon voll. Ne, er lädt noch. Ich zeige euch mal die Steckdose. Lass mal Licht machen. So sieht sie aus. Das ist die Zuleitung hier. Die sieht jetzt nicht besonders vertrauenserweckend aus, aber ich habe es erst mit geringerer Ladeleistung probiert gestern und bin dann nach oben gegangen. Der Härtetest wäre folgender: Stecker rausziehen nach einer halben Stunde und die Kontakte auf die Hand. Und wenn es Brandflecken gibt, dann war es zu viel. In den meisten Autos oder auch am Ladekabel kann man entsprechend den Ladestrom reduzieren. Man ist ja meistens ein paar Tage länger im Urlaub und es geht einfach nur darum, irgendwie Strom ins Auto zu kriegen, dass man wieder wegkommt. Insofern ruhig die Ladeleistung drosseln. Wer von euch hat eigentlich schon mal komplett die Bedienungsanleitung für sein Auto gelesen? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Ich mache es manchmal. Wenn ich viel Zeit habe, im Urlaub habe ich es mir nicht angetan, aber ich habe die Hutablage doch noch eingepackt und habe in den sozialen Medien noch einen Hinweis gefunden. Und zwar gibt es hier bei Hyundai eine Stellung, dass man die 90 Grad drehen kann. Dann hat man hier so eine Widerstände und hat hier eine relativ harte Platte, die also sozusagen als Schutz fungiert, als Gepäckschutz, dass ja nichts nach vorne geflogen kommt. Natürlich ist dann auch die Sicht nach hinten nicht mehr gegeben, aber wenn es regnet, ist die Scheibe eh dreckig. Dann sieht man bei dem Auto hier auch nichts. Und die baue ich jetzt für die Rückfahrt mal so ein. Ausparken ist natürlich genauso eine schwierige Challenge wie einparken. Schauen wir uns kurz an. Ich hoffe, man sieht ein bisschen die Schräglage und das Schöne ist, ich bin im D und der Auto holt, hält das Auto, aber es ist so steil, dass er die Parkbremse dazu wirft, aber ist weiter im D, jetzt also nur Strompedal, kräftig treten und dann geht's ab. Für die Rückfahrt haben wir die Messlatte ein bisschen höher gelegt, etwas über 900 Kilometer wollen wir heute fahren. Ihr hört es im Hintergrund, es ist relativ laut. Ferienverkehr, die Autobahn 1, die Hauptverkehrsachse in Kroatien ist relativ voll und an fast allen größeren Rasthöfen gibt es Ladestationen, die sind auch kostenlos, aber südlich der Linie Karlovac, Zagreb gibt es keine Schnelllader, das heißt 50 kW ist das Maß der Dinge, mit einer Ausnahme, da drüben steht ein Schnelllader,
auf der anderen Seite von der Autobahn, der kann 175 kW. Ihr seht im Hintergrund eine Fußgängerbrücke. Ich könnte also rüberlaufen, aber der Weg mit dem Auto, der führt natürlich über die Autobahn. Das heißt, alleine bis darüber hätte ich die Strecke 45 Kilometer. Und um dann wieder in meine Richtung zu kommen, ungefähr nochmal 20 Kilometer. Das ist natürlich keine Alternative, weil ich natürlich die Kilometer auch nachladen müsste. Insofern begnügen wir hier uns mit den 50 kW. Und wenn nur ein Lader ist, muss man natürlich unterwegs ein bisschen mehr Reserve halten. Wir sind hier mit irgendwas um die 30-40% angekommen. Und es ist auch gut so, dass wir so viel Reserve haben. Weil dieser Audi e-tron, der kam eine Minute nach uns an und muss jetzt hier 11 kW laden. Und da wir ein bisschen mehr Puffer haben, können wir ein bisschen früher freigeben. Die Tesla-Fahrer haben dieses Zeitalter, was ich ja gerade beschrieben habe, vor ungefähr 2 Jahren hinter sich gelassen. Seitdem ist Kroatien komplett mehr oder weniger mit Tesla Superchargern erschlossen. Das heißt, ich würde die natürlich auch gerne benutzen, wenn sie denn frei wären für andere. Und insofern ist Tesla-Fahren nach Südeuropa schon ein bisschen was für Weicheier. Da fehlt total das Abenteuer und die Challenge. Wir laden 50 kW. Ich habe eben noch mal die Gesamtroute gecheckt und einen Hinweis bekommen. Slowenien, Kroatien, das ist eine Schengen-Außengrenze. Da sind jetzt schon über 2 Stunden Stau an unserem Grenzübergang. Deswegen haben wir noch mal ein kleines bisschen umgeplant. Wir werden einen Umweg fahren, den ersten Ionity-Lader in Zagreb jetzt ansteuern. Das sind locker, wenn wir nur den Lader nehmen, 50 Kilometer, aber wir fahren eine größere Schleife, dass das dann 80 oder 100 Kilometer Umweg sind. Aber besser als 3 Stunden Stau und wir kriegen schneller Strom und weiter geht's. Im Hintergrund seht ihr sie, so sieht sie aus. Aktuell einzige Ionity-Ladestation im Norden Kroatiens. 4 Ladeplätze, offenbar in Kooperation mit Shell. Shell hat ja eine Mitgliedschaft oder Interesse an einer Mitgliedschaft bei Ionity vermeldet. Zumindest wurde in den Medien darüber berichtet. In Mittelkroatien gibt es noch eine Baustelle, aber ich hoffe, dass bis nächsten Sommer noch ein bisschen mehr passiert. 16 Minuten geladen, Zeit zum Weiterfahren. Unser Stau, den wir umfahren wollen, der hat sich bei 2,5 Stunden verfestigt. Deswegen nehmen wir die große Umfahrung und laden wieder bei Ionity nördlich von Maribor in Slowenien. Also nicht, dass ihr euch wundert, rechts und links fällt, so sieht sie hier aus, die Anfahrt zur Ionity-Ladestation. Slowenien geschafft, Grenzstau nicht vorhanden. An der Grenze filmen geht ja nicht, aber ich halte mal die Kamera raus. Tempo 20 da hinten hat man hoffentlich gesehen, dass wir da alleine waren. Maribor, so sieht's aus. Meine Karten wollte die Ladesäule nicht lesen, aber Start über die App war möglich. 18 Minuten geladen und weiter geht's. Wir reden bei Nextmove viel über den erforderlichen Ausbau von Ladestationen an Schnellstraßen, sprich an Autobahnen. Und hier hat Ionity schon vorgelegt. Ich drehe euch mal. Ionity 8 und 9. Ladestationen sind zwar noch nicht zu sehen, aber Nummer 6 und 7 haben zumindest schon mal Fundamente oder Sockel. Und eine Sache hat mein Sohn noch bemerkt, das heißt, mir ist aufgefallen, aber ich habe nicht gleich geschalten. Da sind so kleine Bubbel im Asphalt. Könnte also sein, dass hier Belegungssensoren vorbereitet sind mit der Ladeinfrastruktur. Ich mag diese Ladesäulen nicht, die zeigen keine Ladeleistung an. Eben gab es hier 2 Ladeabbrüche. Diese Ladestation ist außer Betrieb. Hops, jetzt hat sie sich wieder neu gestartet, ist gerade umgesprungen. Also 2-mal Ladevorgang abgebrochen und jetzt nach 5, 6, 7 Minuten hat sie sich wiederholt. Ich musste also umparken. Der Ioniq 5 hat jetzt eben bei 84% seine Pause gemacht. Das war auch der Grund, warum die abgeschmiert ist. Da ging die Ladeleistung so ein bisschen hoch und runter. Und nach der Pause geht er aber hier nochmal satt zur Sache, dass er also bei so einem hohen Ladestand noch mal kurzzeitig eine sehr hohe Ladeleistung nimmt. Und unsere letzte Etappe, normalerweise ist ja immer die erste Etappe die längste, heute soll die letzte Etappe die längste sein, dass wir die 1000 dann fast voll machen mit unserer kleinen Grenzumfahrung. Und 288 Kilometer wollen wir fahren und deswegen laden wir jetzt noch ein bisschen über die 80%, damit wir auch sicher und nicht auf der letzten Rille denn heute unsere erste Etappe der Heimfahrt beenden können. Wir haben die Hitze mit nach Norden genommen. Bis Wien waren es 30 Grad. Kurz vor 18 war losgefahren. Jetzt ist 20 Uhr. Erste Etappe geschafft. Durch unsere größere Umfahrung, die sich aber sehr gelohnt hat zeitlich, sind es jetzt doch fast 1000 Kilometer am ersten Tag geworden. Für die erste Etappe.
Wir sind jetzt hier auf Familienbesuch in Tschechien, Verbrauch 22 Kilowattstunden, aber eben immer gefahren, was ging. Die Uhrzeit, da weiß ich nicht genau, wie erzählt. Wir hatten am Schnelllader manchmal auch die Zündung laufen und die Klimaanlage dann an. Aber auch die letzte Etappe lief jetzt relativ flüssig. Da sind wir, glaube ich mal, das war der falsche Knopf, sind wir mal unter 20 Kilowattstunden auch mal gewesen. Letzter Ladestopp auf der Tour, Ionity in Prag. Hier gibt es nur zwei Ladestationen, zwei weitere in Vorbereitung und auch nur in eine Richtung. Aber er lädt ziemlich gut. Und wir schauen mal ins Display, bei 10% angesteckt. Oh, eben ist auf 19 Minuten gesprungen, also 18 Minuten 80%. Hatte also die Werksangabe geknackt und meine Frau will auch mal noch fahren. Das heißt, ich darf hier den Ladewart machen, abstöpseln und weiter geht's nach Hause. Insgesamt war die Tour fast 3000 Kilometer lang. Stromkosten unterwegs lagen übrigens bei 150 Euro, die ich bezahlt habe. Alles Ionity, der Rest war gratis, außer so ein paar kleine Heim- oder Privatladungen. Aber das war immer nur ein Drittel Akku, das war nicht viel. Ich bin wieder am Standort. Am Freitag gibt es wieder Next News. Ihr habt gesehen, ich bin staufrei, zumindest was Ladesäulenstau angeht, durchgekommen. Viele von euch aber nicht. Am Freitag in den Next News haben wir jede Menge Einsendungen von Stau an Ladestationen und auch Promis hatten Ladestau. Dazu mehr, Freitag 18 Uhr. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.